Irre Rundenzeiten, Marc Marquez erster Ducati-Sturz und altbekannte Sorgenkinder. Jede Menge los am letzten MotoGP-Wintertesttag 2024. Jetzt kommt die Analyse. 1:50.952 hat Francesco Bagnaia heute zum Abschluss der MotoGP-Wintertestfahrten 2024 für eine Runde um den Lausanne International Circuit gebraucht. Liebe Motorsportmagazin.com, Freunde und MotoGP-Freaks, um das Ganze mal ein bisschen einzuordnen. 8 Zehntel schneller war er damit als der Pole-Rekord von Luca Marini aus dem Vorjahr. Nicht weniger als 11 Fahrer sind heute unter diesem Pole-Rekord aus dem Vorjahr geblieben. Also die MotoGP hat für 2024 noch einmal einen mächtigen Sprung nach vorne gemacht. Aber der Mann, der alles überstrahlt hat, war definitiv Francesco Bagnaia. Er hat ja schon einen Sepang-Test angeführt und jetzt auch beide Testtage in Katar. Kommt also mit den letzten 3 Tagesbestzeiten dann zum ersten Rennwochenende in gut 2 Wochen in Katar an. Er strotzt wirklich vor Selbstbewusstsein momentan. Nach einem doch etwas holprigen Saisonstart 2023 sagt er, ist dieses Mal alles in Butter, fühlt sich sehr wohl auf dem Motorrad. Bei Ducati hat man ja auch schon sehr früh das wirklich endgültige Paket zusammen gehabt und ist somit eben der große Favorit auf den MotoGP-WM-Titel 2024. Das sehen auch eigentlich geschlossen alle seine Rivalen so. Fabio Quartararo hat gesagt, Francesco Bagnaia ist für mich der große Favorit für 2024. Jorge Martin, der große Rivale aus dem Vorjahr, hat ebenfalls gesagt, Francesco Bagnaia, das ist der Mann, den es zu schlagen gilt. Der Weltmeister von 2020, schon an mir, sieht Francesco Bagnaia als Favorit, weil er gesagt hat, der ist sowohl über eine Runde als auch im Long Run super schnell unterwegs. Und auch Marc Marquez widerspricht da nicht. Der nennt aber auch Jorge Martin und Enea Bastianini als Favoriten knapp hinter Francesco Bagnaia eben. Und Enea Bastianini war heute auch tatsächlich der erste Verfolger von Bagnaia, nur 0,12 Sekunden zurück. Der will nach seinem Katastrophenjahr 2023 natürlich beweisen, was wirklich in ihm steckt, will wieder angreifen, will um den MotoGP-Titel kämpfen. Und über diesen Angriff auf die MotoGP-Krone habe ich mit ihm ein Interview führen dürfen. Die ausführliche Geschichte dazu gibt es in unserer neuen Printausgabe, MSM Nummer 95. Über 30 Seiten Motorradsport sind da drinnen. Dringende Empfehlung von mir, wenn ihr das Heft holen wollt, einfach unten in die Videobeschreibung reinschauen. Da gibt es alle Infos, wie ihr dazu kommt. Soweit vorne, wie seit dem Valencia-Test im November nicht mehr, haben wir heute Marc Marquez gesehen. Platz 4 für ihn in der Endabrechnung. Nur knapp 4 Zehntel hinter Francesco Bagnaia zurück. Schnellste Vorjahres-Ducati in der Zeitenliste. Und das ist für Marc Marquez auf jeden Fall ein gutes Zeichen. Denn in Sepang zuletzt hat er uns ja noch erklärt, über den Long Run fühlt er sich schon ganz wohl. Aber über diese eine schnelle Runde, wo man eben rein mit Instinkt fahren muss, da hat er noch seine Probleme, aber scheint es zumindest schon mal deutlich besser gelöst zu haben. 4 Zehntel Rückstand auf einen in Überform fahrenden Francesco Bagnaia, das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Und Marc Marquez hat heute auch seinen ersten Sturz in seiner Ducati-Ära hinnehmen müssen. Das am 6. Tag, also ein Sturz auf 6 Tage, ich glaube, das hat es in der ganzen Honda-Ära in diesen 11 Jahren nicht ein einziges Mal gegeben. Marquez selbst hat den Sturz auch sehr entspannt hingenommen. Bei der Rückkehr in die Box konnte er schon schmunzeln, als er den Helm abgenommen hat. Und er hat uns auch erklärt, das ist in einer Phase in diesem Test passiert, wo er ein bisschen was ausprobiert hat am Motorrad, ein bisschen rumgespielt hat. Also er scheint sich da mittlerweile schon relativ nah am Limit zu bewegen und mittlerweile eben auch auf eine relativ natürliche Art und Weise die Ducati fahren zu können. Mein Eindruck dazu, Marc Marquez hat sich diese 6 Wintertests Tage für 2024 ideal eingeteilt, hat sich die nötige Zeit gegeben, die Ducati wirklich kennenzulernen. Nach 11 Jahren auf der Honda hat dann Stück für Stück mehr Risiko genommen, hat das Tempo ein bisschen erhöht und ist jetzt am letzten Testtag wirklich auf einem sehr guten Niveau angekommen und ist somit, glaube ich, auch im erweiterten Favoritenkreis für den Saisonauftakt zu sehen. Er selbst hat gemeint, Platz 5, Platz 6 im Katar Grand Prix, das wäre für ihn in Ordnung. Mich persönlich würde es aber nicht wundern, wenn man ihn ein Stückchen weiter vorne noch sehen in den Resultaten. Hinter Ducati finden sich in der Hackordnung dann Aprilia und KTM wieder. Auf die wollen wir aber in einem ausführlichen Diskussionsvideo in den kommenden Tagen eingehen. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann könnt ihr jetzt schon mal unseren Kanal abonnieren und am besten auch gleich die Glocke läuten. Und dann gibt es jedes Mal eine Benachrichtigung, wenn wir hier ein neues Video haben. Wie gesagt, am Samstag ist dann soweit die ausführliche Diskussion abschließend zu den MotoGP-Wintertests. Wenn euch das heutige Video gefällt, freuen wir uns natürlich wie immer über einen Daumen nach oben. Und einen Daumen nach unten müssen wir heute leider eher für Yamaha geben. Da hat sich ein ähnliches Bild gezeigt wie zuletzt in Sepang, und zwar waren die Topspeeds erneut sehr ordentlich. Wenn man den Mittelwert aus den 5 schnellsten Topspeeds berechnet, war Fabio Quartararo da sogar der schnellste Fahrer heute und auch Alex Rins mit Platz 5 in dieser Liste sehr, sehr gut dabei. Aber auf eine schnelle Runde ist man wieder mal weit abgeschlagen. Beide Fahrer haben über eine Sekunde verloren, ergibt dann im Endeffekt die Ränge 14 und 16 für Quartararo und Rins. Fabio Quartararo hat gesagt, wir sind immer noch weit von der Spitze entfernt. Er hofft jetzt auf Verbesserungen im Laufe der Saison, denn Yamaha ist ja durch das neue Concessions-Regel
vorigen Monat so berechtigt, quasi unbegrenzt zu testen, auch mit den Stammfahrern Quartararo und Rins, und darf natürlich auch am Motorrad ein Aero-Update mehr bringen und darf vor allem auch den Motor im Laufe der Saison weiterentwickeln, was eben Ducati, KTM und Aprilia nicht dürfen. Also können wir uns da sicher den einen oder anderen Fortschritt im Laufe der Saison erwarten. Aber wenn man sich anschaut, wie weit Yamaha aktuell von der Spitze entfernt ist, wird es wohl für ganz vorne in diesem Jahr noch nicht reichen. Gleiches gilt für Honda, da wird man solche Fortschritte im Laufe der Saison eigentlich sogar noch dringender brauchen. Heute die Ränge 17 bis 20 in der Zeitenliste, nur ein Stammfahrer, und zwar Gasgas-Pilot Augusto Fernandes ist dahinter dem Honda-Quartett gelegen. Man muss dazu sagen, dass Osail nie eine besonders gute Strecke für Honda war. 20 MotoGP-Rennen haben wir da bisher gesehen, davon konnte Honda nur 3 gewinnen, letztmals 2014. Und man muss auch dazu sagen, Luca Marini und Joan Mir, die haben bei diesem Katar-Test mit ein paar Magen-Darm-Beschwerden gekämpft, ist natürlich auch alles andere als angenehm und alles andere als ideal. Dennoch natürlich, der Rückstand ist zu groß, das hat auch Teammanager Alberto Butsch ganz offen zugegeben. Der hat heute gesagt, unser Paket ist definitiv noch nicht bereit für den Saisonstart. Was Honda sicher Sorgen bereiten wird, ist die Tatsache, dass in der letzten Stunde dieses heutigen Katar-Tests, wo eben nochmal richtig gepusht wurde, wo nochmal versucht wurde, eine schnelle Rundenzeit zu finden, da sind mit Joan Zarco und mit Joan Mir gleich mal 50% des Fahrerkaders gestürzt. Also die Honda scheint im Grenzbereich auch 2024 wirklich schwierig zu bewegen zu sein. Der Personalumbruch im Honda-Lager geht unterdessen weiter. Tetsuhiro Kuwata, General Manager der Rennabteilung HRC, der muss demnächst seinen Hut nehmen, hat dieses Amt seit 2016 begleitet. Sein Nachfolger wird Taichi Honda werden. Also Bemühungen gibt es da auf jeden Fall bei Honda, das Projekt wieder voranzutreiben, aber Ergebnisse sehen wir noch keine. Das war's mit unserer Zusammenfassung vom letzten MotoGP-Wintertesttag 2024. Wie gesagt, eine ausführliche Analyse gibt es die Tage noch. Für heute war es das aber. Ich sage danke fürs Dabeisein, bis zum nächsten Mal und ciao.